Okay, da sind wir wieder, Leute. Und Andi ist auch wieder am Start. Yay. Reden. Der ist wohl nicht so gesprächig. Vielleicht nur gehen wir wieder raus. Hat die coole Barkeeperin ja was zu sagen. Ist er eine Frau? Ja, du, und deshalb quatschst du dir ja. Sag mal, Andi, was ist geschehen? Tom ist vorhin davongelaufen. Okay, dann gehen wir mal raus. Also Andi und ich haben uns jetzt ausgemacht, er macht alle Frauen, ich mache alle Kerle und dann wird's lustig. Ja, okay. Und die Kinder kann ich ja noch machen, um dir ein bisschen was abzunehmen. Oh, dankeschön. okay. Das Magnum lässt uns hier nicht durch. Wir wissen ja... Wir wissen seit dem Trailer, dass ich einfach hier bin für den Sexappeal. Ja, ja, jetzt gehen wir nach Nordosten. Wie ist als würdest du zu mir gehen. Alles klar. Andi, Gott sei Dank, es geht dir gut. Ich hatte solche Angst. Kein Problem, Freshdie, für dich mache ich alles. Ich dachte, wir sehen dich nie wieder. Es wäre besser gewesen, wir hätten diesen Trottel gar nicht mitgenommen. Ihr Idioten, es wäre besser gewesen, ihr hättet dort nie gespielt. Nanu, Andi, was hast du denn da in der Hand? Oh nein, das ist dein Penis. Cool, hast du etwa den Schatz gefunden? Auf, lasst uns kämpfen. Was hast du getan? Du hast das Mana-Schwert aus der Scheide gezogen. Das ist unglaublich. It's unbelievable. Das Mana-Schwert? Dann ist unser Dorf erledigt. Finito. Gern geschehen, Leute. So erzählt es die Legende. Wir sind alle verloren. Im Stein steckend war das Mana-Schwert unser Schutz vor den dunklen Mächten. Und ich rappe in meiner Freizeit. Yeah, yeah. Deshalb sind plötzlich all diese Monster hier erschienen. Ja, diese bösen Pokepuschel, die voll schwer waren. Aber wie konnte ein Versager wie er das Ding aus dem Stein ziehen? Leute, ich stehe auch noch hier, ne? Ich hau dir voll in die Fresse. Au? Hey, hör auf damit! Du bist an allem schuld. Fettes Stück Scheiße, ey. Alles wegen dir. Du Vollidiot. Bitte, lass das. Ah, ein Erdbeben. Boah, Erdbeeren. Stell mich mal hinter dich. Oh. Damit ich auch sicher reinfalle. Hilfe, ein Monster! Tu doch was, du hast dein Schwert, los! Was ist das denn für ein Ding? Hey Junge, hörst du mich? Beobachte das Monster und greife es erst dann an. Okay, angreifen. Genau, hör nicht auf den Penner. Er ist nur eine Hauptperson, er hat keine Ahnung. Aua? Andi, wenn du jetzt stirbst, dann kann dieses EP nicht stattfinden, dann bist du schuld, weil ich es abbreche. Wenn du jetzt stirbst, dann lasse ich das mit dir, echt. Okay. Immer wenn du 100% hast, direkt wieder drauf zurennen. Egal was es macht, direkt zuschlagen. Und hier immer die Angriffstaste triggern. Damit du schneller wieder... Was meinst du? Ich mache, du Honk. Okay. Also es ist sehr unwahrscheinlich, diesen Kampf ohne Sterben zu gewinnen. Also habe ich erst einmal geschafft, glaube ich. Was sagst du mir jetzt? Tja, das ist... Säureatem. Säureatem, ja. Tja, das war's wohl. Oh nein, du lebst noch. Los. Der hat, glaube ich, 100 HP oder so. Keine Ahnung. Oh mein Gott, Andi, das war's. Bock mehr, ey. Ich bin scheiße. Hey Junge, ich hab eine Idee. Halt das Schwert vor dich und warte, bis es 100% der Schlagkraft erreicht hat. Oh nein, jetzt sehr, Alter. Oh mein Gott, Andi lebt wie auf magische Weise. Ich krieg dich noch, du Sackgesicht. Ja, der hat 100, alles gleich, ich hab schon 20 Mal getroffen oder so. Übrigens, die Musik gerade ist das Endboss für jeden, was wir mehr öfter hören werden. Und Andi hat's geschafft. Hooray. Guck mal, wie geil ich bin, ey. Guck mal, zweiter Part schon, ich hab den Endboss in den Arsch getreten. Yeah, yeah, yeah. Fett sweet, Mann, ich hab's geschafft. Wer hätte das gedacht? Nein, ehrlich, wer hätte das gedacht? Und weiter geht's. Ich finde, darauf habe ich eine Urkunde verdient. Schwert oberhalten. Ray. Du hast ihn besiegt. Warte, ich zieh dich nach oben. Solange Dicke da unten bleibt, ist das okay. Ich bin dick. Ich bin dick. Es scheint sich. Du schaffst das noch. Ich will so ein bisschen das R-Rollen bei ihm. Es scheint, es ist das echte Mana-Schwert. Weiter. Es heißt, in Zeiten der Not käme ein Ritter, um das Schwert herauszuziehen.
Du bist jedoch viel zu jung. Irgendwas muss mit dem Schwert geschehen sein. Ja, yeah, nehmen Sie es. Das geht nicht. Das Schwert ist kraftlos und muss aufgeladen werden und es ist schlaff. Wieso immer dieses Doppeldeutigen? Das ist so, kannst du mir nicht mehr rausdenken. Nur du kannst es, du kannst dies tun. Du hast es herausgezogen. Geht das? Ich sehe schon, wir werden öfter mal die Akzente bei den gleichen Personen wechseln. Oh ja. Besucher Aquarium Wasserpalast. Sie beschützt dieses Land seit 200 Jahren. Sie kann dir weiterhelfen. Also sie kann mir helfen, wie ich das Schwert wieder reinstecke. Okay. Sie bringt dir das bei. Und du kannst dich übrigens wieder bewegen. Ah nee, doch nicht. Andi, der Dorfältest will mit dir sprechen. Wie soll jeder nicht sprechen wollen, außer ich? Du kriegst noch genug Frauen zu sprechen? Gut, geil. Ich muss dann auch weiter. Übrigens, ich heiße Victor. Ich warte auf dich vor dem Wasserpalast und red mir nicht rein, du Penner, sonst gib's aufs Maul. Alles klar. So, hinter euch überlaufen. Wasserpalast hier runter. Bleib mal kurz stehen. Du beamst dich gerade bei mir. Okay, geh mal nach oben. Okay. Geh mal ins Haus rein oben. Zum Dorfältesten? Ja, wenn du dem Dialog gelauscht hättest, weißt du das. Wenn du dem Dialog gelauscht hättest, was passiert ist. Was geht hier für eine Party ab? Andi, sag mal was. Mach mal. Oh, Entschuldigung. Oh. Auf jeden Fall, ich muss hier weg. Hä? Genau, war sofort. Ja. Entschuldigung, dass ich gerade weggeklickt habe. Ich bin ein Idiot gerade. Tut mir leid. Oh, Andi! Warum nur? Warum hast du dieses Schwert genommen? Wir werden alle untergehen. Du hast diese Welt auf dem Gewissen. Nur du alleine! Verdammt! Also gut. Wer ist dafür, dass Andi geht? Alle die Hand heben. Moment, erstmal Nase putzen, Leute. Danach können wir eine Entscheidung treffen. Das ist Magnum, den du gerade reden musst, glaube ich. Noch da? Falls er im Dorf bliebe, würden noch mehr Monster auftauchen. Hau ab! Verschwinde endlich! Bist du mal weg? Ich will das hier nicht tun, aber ich muss. Ich muss dich bitten, das Dorf sofort zu verlassen. Nimm bitte, was du unten in der Truhe findest. Verdammt, aber ich habe euch doch alles lieb geworden. Älteste, die mich da mit ihrem Rheuma vollquatscht. Komische Tuse, die halb nackt rumrennt und mich permanent vögelt. Und Magnum. Beweg deinen Arsch einfach die Treppe runter. Traurig. Du Kellerkind. Bam! Jetzt zieh ich aber die Schatztruhe über. Andi, rede mit mir. Nö, ich will die Rüstung hier haben. Okay, rede ich halt mit dir. Du gehst, bis später. Boah, hat sich echt gelohnt, mit dir zu reden, danke. Voll der Dialog, ey. Das ist voll emotional, Mann. Andi, red nochmal mit mir, bitte. Von hinten. Ich hab dich als Kind zu mir genommen und aufgezogen. Leider kann ich jetzt nichts mehr für dich tun. Vergib mir. Ich bin alt. Ich hab's dir ja schon einmal erzählt, aber... Music Change. Hier ist mein Rhymebook. Deine Mutter brachte dich als Baby in dieses Dorf, mein Junge. Doch schon bald darauf verschwand sie spurlos. Ich nahm dich auf und liebte dich wie einen Sohn. Doch nun trennen wir uns. Wieso klang das gerade so falsch? Falsche Gedanken. Hoffentlich wirst du deine Mutter eines Tages finden. Leb wohl. Ja, ich bin tot. Okay, hau ab, ich werde nicht mitspielen. Und dafür müssen wir noch ein bisschen was machen. Jetzt kannst du aber mal einkaufen gehen, bitte. Ich wollte aber gerade mit Magnum reden. Ja, kannst du ja. Musst du sowieso. Tülü, hier rein. Komm, gehst jetzt rein. Guten Abend. Ich verkaufe dir nur etwas, weil es der Dorfälteste gewünscht hast. Ich bin eine Bitch. Wie kann ich helfen? Ja, genau. Kampfanzug brauchen wir nicht. Nochmal drücken. Geh mal im Kreis, geh mal zum Lebenswasser. Nee, ist zu teuer. Ah, nimm mal eine Rübe mit. Ah, egal. Nee, ich nehm jetzt diese scheiß Rübe mit, ey. Du hast ein Hausschwein auf der Rübe. Falls du dich mal vergiftest. Nimm mal ein Kräuter, ne? Ja. Oh, ein Herz in Herzform. Und raus. Warte, soll ich das Ding nicht noch anziehen? Ja, aber muss erstmal aus dem Menü raus. Denk auch du an deine neuen Klamotten. Ach, ich kann nicht mehr reden, jetzt zieh an. Scheiße, nee, ich mach draußen hier nicht. Hier ist so negatives Feng Shui.
So. Ne, Kleidung unten war das. Genau, ne? Genau. Kleid! Oh. Das wunderbare Ringmenü. Zwei Verteidigung. Super. Ja, und geh mal speichern. Schlafen brauchst du nicht, aber speichern. Heißt das? Also einfach reingehen und einfach nein, einfach nein sagen beim Schlafen und dann. Hallo, ich komme in dein Haus rein, aber ich möchte hier nicht schlafen. Eine Nacht kostet 5 Goldmünzen, willst du bleiben? Den Spielstand speichern? Jo. Okay. Natürlich. Ready for takeoff. Rum. So. Scheiß Bäume, ey. Yo, Magnum. Jawohl. Den sollst du sprechen, Junge. Du bist aus dem Quelldorf verbannt worden. Hau endlich ab. Geht doch. Verdammt. Oh, das war traurig. Lass uns kämpfen. Ich schieb dir mein Schwert so tief rein, ey. Was? Nix. Nach rechts oder nach oben? Geh nochmal nach unten. Ist rechts nicht dieser komische Mogli? Rechts ist das Kanoni-Reisebüro, ja. Also der komische Mogli, genau. Das zeigen wir noch. Aber besieg mal alle Gegner und ich sag dir mal, wo du lang gehst. Ja, es gibt ja gerade nicht 2 Milliarden Wege, wo ich lang kann, Schatz. Ja, ich meine ja nur. Oh, und lass sie. Und schon ist er vergiftet. Oh Mann, beim ersten Gegner, der es kann. Da siehst du mal, was ich qualitativ einfach mal wieder leiste für dich. Nach oben. Wir gehen jetzt nämlich zum Wasserpalast, wie Victor es wollte. Victor. Ich muss ganz kurz hier dem schwulen Tod in den Arsch treten. Oh mein Gott, er macht Breakdance-Attacke. Mein Gott, Beyblade, komm her. Genau, weiter. So, jetzt pass auf, lieber ein bisschen früher schlagen. Ja, geh noch ein Stück. Nur wenn du nach oben gehst, damit die Blume dich nicht trifft. Also okay. So. Genau. Zack. Ich glaube, es ist so überrascht von der Puscheligkeit. Du hast nicht schon 3 Starter. Weiter hoch. Vorsicht. Ach, Vorsicht, ey. Er will dir nicht sagen, wo du wärst, du schon tot. Das war ein Schwert. Und hau shit weg. So. Alter. Ein Gegner. Ich renn rein. Ich bin einfach ein Blumenfreund. Ja, ja. Ich bin da ein bisschen... Wie der Weihnachtsbaum, den du gerade züchtest. Weiter nach oben. Kommt noch eine Pogelfrusche, pass auf. Nee, doch nicht. Okay, hoch. Hör auf, mich so zu scaren, Mann. So, jetzt bitte geh mal ganz nach links. Und red mit dem ersten von links, dann den zweiten und dann den dritten. Okay. Wie sprichst du bitte? Das ist... Oberst Hag. Unsere Mission ist sehr gefährlich, aber wir werden es schon schaffen. Komm jetzt! Mit einer Peitsche können wir die Abkürzung ausnehmen. Obersthagen! Eintreten! Kompanie, marsch! Okay. Bis dann! Und weiter nach oben. Hat jetzt was gebracht? Das triggert, glaube ich, ein bestimmtes Ereignis, wie man die anquatscht, oder ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch eine Falschinfo, die ich so seit meiner Kindheit im Kopf habe. Aber so klappt auf jeden Fall, dass du mich findest, schnell genug. Auf geht's, Angie. Moment, wir müssen kurz mal einen Akzent checken. Doch, guck mal dann. Jetzt klinge ich noch britisch und gleich voll amerikanisch. Jo, Mai, was ist das denn? Ist ja cool. Zack. Jo, willkommen im Wasserpalast. Ich glaube, die Rätsel kriege ich noch geregelt. Vielleicht kann Andi jetzt mal eine neue Frauenstimme nehmen und nicht immer die gleiche für jede Frau. Krieg geregelt. Okay. So, und jetzt? Hey, Süße. Wo ist diese Aquaria? Oh je, wie peinlich. Hallo, Aquaria. Schön, dich mal wiederzusehen. Willkommen. Das soll die Aquaria sein? Die 200 Jahre alt ist? Wo legst du eigentlich die Betonung hin? Aquaria? Ja, ist ja egal. Was ist die Aquaria heißt? Ja, ist ja geil. Kannst ruhig machen. Sie an. Das Schwert sieht aus wie das Mana-Schwert. Quatsch mich mal an. Hat doch nicht. Doch, jetzt hast du sie wieder angequatscht. Ja, ich. Warte mal. Beweg dich doch mal weg da. Ich find die auch so geil. So. Aquaria, überall so ein Monster. Dieser Junge hat gerade eins erledigt. Ich weiß. Ebbe und Flut brachten mir bereits die schlimme Nachricht.
Die Mana-Kraft wird immer schwächer. Deshalb konnte der Junge auch das Schwert aus dem Stein ziehen. Das wiederum erweckte die Monster zum Leben. Noch mächtigere Monster versuchen, die Kraft des Mana-Schwerts zu stehlen. Entschuldigung. Kein Problem. Entschuldigung. Erst wenn die Monster besiegt sind, kannst du das Mana-Schwert mit Hilfe der Waffen-Orbs wieder reaktivieren. Ich zeig dir gleich, warum ich gerade gelacht habe. Den ersten Orb hast du bereits vom Sichel-Anbeter erhalten. Doch es gibt noch mehr solcher Orbs. Kriegst du Mana-Energie für das Schwert. Suche jemanden mit den Orbs, der mit den Orbs dein Schwert stärker machen kann. Kriegst du neue Backen, ey? Ich muss so lachen, weil so, suche das Orbs. Du, dich finde ich so eine gute Idee, du. So, machen wir was. Du musst der Kontrast, wenn du den Schwert hast. Ja. Aquaria hat mir alles gelehrt, was man wissen muss. Ich finde die Betonung ist so hammer, tut mir leid gerade, aber es ist so hammergeil. Und ich so, na, oh Gott, ihr habt mir alles gelernt. Ich finde das so geil, du, warte, tut mir mal, leid. Ich erfuhr von dir über die Mana-Energie, die unsere Welt beherrscht. Quatsch mal nochmal mit ihr. Gut. Wir gehen mit dich ins Imperium, Viktor. Sie planen, die Mana-Festung zu reaktivieren. Meint ihr die Festung, die in der Höhle, die in der Legende die Welt zerstören wird? Junge, du weißt, dass du sie gerade selber gesprochen hast, ja? Ja, weiß ich. Ich hab auf einmal eine andere Stimme. Okay, ich muss gleich Zentren reinbringen. Das ist kein Märchen. Das Imperium versucht, sie wieder zu reaktivieren. Das Imperium bricht die Siegel, die zum Schutz der Mana-Samen da sind. Sie haben es auch schon auf den Samen zum Palast abgesehen. Ey, wir sind so kindisch, ey. Das ist so geil. Dann ist Pandaria auch in Gefahr. Oder was meinst du, Aquaria? Das stimmt, Viktor. Geh am besten vielleicht dazu und warne den König. Okay. Und du, Andi, gehst zum Elfenteich. Die Zwerge, die dort leben, produzieren. Was machst du, Mann? Okay. Produzieren die besten Waffen weit und breit. Hol dir ein ordentliches Schwert ab. Vielleicht kann einer der Zwerge auch dein Schwert mit dem Orb stärker machen. Mit einem stärkeren Schwert erhöht sich auch deine Kampfkraft. Und ich gehe derweil mal Wörter mit R pronunzieren, die kein R haben. Ist okay. Komm mit Leben. Andi, wovor hast du denn solche Angst? Schwertfestung. Das sind zwei Wörter, man kann sie aussuchen. Nein, ehrlich? Was machen wir? Schwertfestung? Ist egal. Festung, ne? Ist egal. Festung. Bereits vor Jahrhunderten haben unsere Vorfahren versucht, die Mana-Kraft mit Hilfe der Festung zu kontrollieren. Erfolglos. Nur dem Mana-Schwert haben wir es zu verdanken, dass diese Welt noch existiert. Nach der letzten Schlacht haben Überlebende. Schaut man sie groß? Ja, ist groß. Egal. Diese Welt wieder aufgebaut. Nö. Das ist das Mana-Schwert, aber es hat seine Kraft verloren. Die letzte Kraftreserve hat es wohl aufgebraucht, als es dich gerufen hat. Warum mich? Warum hat es gerade mich erwählt? Das weiß ich auch nicht, aber du musst dem Schwert neue Kraft. Warte. Ja, wie denn? Wie denn? Was musst du tun? Ich weiß, dass du es wert bist, dieses Schwert zu tragen. So, warte, jetzt auf keinen... Nein, du hast die Zelda-Eulen-Antwort gewählt. Jetzt sagt sie alles nochmal. Oder? Stelle die Kraft deines Schwertes wieder her. Du darfst auf keinen Fall ich drücken, dann sagt sie es immer und immer wieder. Okay, cool. Was muss ich tun? Du musst, musst immer noch beweisen, dass du einen Penis hast. Na gut, ey. So, und jetzt berühre den Mana-Samen mit dem Schwert. Alter, das war eine Frau. Ey, du weißt, dass dieses Wort Mana-Samen in diesem Spiel oft kommt. Ich weiß, aber das sind so die ersten zwei Parts. Ja, ist ja okay. Mein Gott, Moment, sind das Schwert und der Samen ineinander verschmolzen? Und ich hab schon wieder eine neue Stimme. Du hast den Mana-Samen mit dem Mana-Schwert versiegelt. Von ihm richtet sich alle Kraft dieser Samen. Oh, spielt das Aquaria? Ich dachte, das ja. Oh. Von jetzt an richtet sich alle Kraft dieses Samens nur auf dich und ich habe gerade ein bisschen Husten. Es war egal, wo du dich gerade aufpilzt. Es gibt insgesamt 8 solcher Mana-Samen. Du musst sie alle versiegeln. Cool. Hier hast du eine Lanze. Sie wurde früher von Mana-Rittern benutzt. Und ich kann auch mal wieder... zweite Lanze halten. Und ich darf auch mal wieder was sagen. Sie wird dich benutzt immer stärker. Ähnlich wie das Mana-Schwert. Übrigens, es gibt noch weitere Waffen. Wie diese. Suche überall danach.
Ich gebe dir Kraft. Yeah! Speichern. Yeah. Oh, endlich. Die ganze Lava am Anfang. Bis zum nächsten Part? Lies einmal zu Ende. Zunächst solltest du zum Elfenteich gehen. Dort musst du nach dem Lava-Tempel suchen. Südlich von hier liegt die Stadt Pandoria, durch die du gehen kannst. Okay, cool. Kurzen Cut machen wir wieder. Jo. Bis gleich, Leute. Wird Andi gleich immer noch so viel reden und werde ich endlich auch mal was sagen können. Seht ihr gleich. Okay. Nächste Part weniger kindisch, mehr seriously. Bis gleich. Passt schon.